Let's go and take a new ride, baby. Ich habe gerade festgestellt, dass ich meinen Vorverstärker hasse, also von meinem Mikrofon den Vorverstärker. Dieses Scheißding, nicht bloß, dass das, falls man ein Rauschen hört, also man hört ja in den meisten Spielen von mir ein Rauschen, denke ich mal. Das liegt an meinem Vorverstärker, weil der einfach schlechte Kontakte hat, weil das Ding günstig war. Und was mein Hauptproblem mit dem Ding ist, ist gerade, dass der Stecker davon irgendwie so locker gemacht ist, dass das Ding immer von alleine rausrutscht. Ich hoffe mal, das passiert mir jetzt nicht. Gerade eben in der Pause ist es nämlich, als ich das Mikro dran gelassen habe, passiert. So. Bislang bin ich ja vom Pech verschont geblieben, so, aber muss ja nicht immer sein. Bradley, willst du nicht mal schlafen gehen? Genau, das ist doch eigentlich, nein, falsch. Der sagt gar nichts, ist ja toll. Los, wir gehen jetzt mal schlafen. Wenn Nacht ist, dann legt er sich doch hoffentlich hin, oder? Ich weiß, wir wollen eigentlich zum Bauernhof, aber ich will noch mal ganz kurz hier gucken, ob wir nicht den Bradley zum Schlafen bewegen können, damit wir diese Liste nehmen können. Geh schlafen, los, geh. Hallo. Stört dich das gar nicht, wenn ich schleiche? Das ist ja doof. Ich will das klauen. Ich will klauen. Gleich ja das Fenster am besten. Ey, was macht der? Ach, der geht. Oh. Ja, ja, ist ja gut, Mann. Hast du gar nicht gesehen. Hahaha. Hab gar nichts gemacht. Fang mich, bin die Waldfee. Was kann ich jetzt damit machen eigentlich? Ach, ich glaube, ich weiß, was ich damit machen kann. Moment, wir müssen erstmal mit Merrick reden. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Wegen der Söldner, genau. Da müssen wir nämlich noch wegen Bradley reden. Bradley nimmt die Sklaven aus. Ich weiß. Die Sklaven zahlen Gold, um auf die Austauschliste zu kommen. Und dieses Gold drückt Bradley anschließend bei mir an. Bist du dir sicher, dass du auch alles von dem Gold zu sehen bekommst? Nein, bin ich nicht. Ich müsste mir diese Liste mal ansehen. Diese Musik, die ist so schweinelaut. Ja, wir haben ja die Liste gerade geklaut, wunderbarerweise. Hier hast du. Hier ist Bradleys Sklavenliste. Jo. Und? Sieht okay aus. Na, ist ja alles gut. Bradley scheint in Ordnung zu sein. Hier, für deine Mühe. Am besten du bringst Bradley die Liste gleich wieder zurück. Das ist ja toll. Wo ist das Problem? Du hast sie ihm einfach gestohlen, oder was? Ja, natürlich. Ja, mein Freund, das ist dein Problem. Du bist ein Kunde, ey. Das geht ja überhaupt nicht. So, haben wir ein Level up, das ist super. Hier, Kampfunterricht. Willst du mich im Kampf unterrichten? Ja, bitte. So, und dann können wir nämlich hier mal... Ach, ich habe bestimmt nicht genug Geld, oder? Ich will ein Schwertmeister werden. Wunderbar. Behalte deinen Gegner ständig im Auge. Einige Schläge lassen sich blocken, andere nicht. Erkenne den Unterschied. Dann kannst du den Schlägen ausweichen oder deinem Gegner sogar zuvorkommen. Das sind ganz tolle Tipps, meine Freunde. Das ist wichtig, wenn ihr überleben wollt. Da wäre ich auch nie von alleine drauf gekommen. Könnte man diese Scheißmusik jetzt eigentlich aufhören? Das ist ja schrecklich hier. So. Mal rumgespastet. Toll, dürfen wir jetzt zu Bradley gehen und ihm das Ding zurückgeben. Das ist ganz formidabel. Famos ist das. Ey, Bradley, ich hab da was für dich. Guck mal. Hier ist deine Sklavenliste. Was? Was wühlst du in meinen Sachen herum? Ich soll dir wohl das Fell über die Ohren ziehen. Von mir aus. Wenn du das brauchst. Jetzt hast du deine Liste ja wieder. Mach das nicht noch einmal. Sonst wirst du es bereuen. Du hättest auch gern gegen mich kämpfen können. Wir hätten es gern probieren können, mein Freund. Ich glaube, du hättest den Kürzeren gezogen. So, aber da es jetzt Nacht ist, da gehe ich doch gleich nochmal hier in Bradleys Bett. Einfach so aus Jux und Tollerei. Und dann schlafen wir nochmal bis zum nächsten Morgen. So. Da haben wir jetzt, glaube ich, den ganzen Tag verschwendet, aber ist auch egal. Macht doch nichts. Uns hetzt doch keiner hier im Festland. Auf dem Festland, meine Güte. Ja, ja, Präpositionen, ne? Sind das Präpositionen? Ich weiß es gar nicht. Schon so lange her. Der gute Deutschunterricht. So, ach schön, Stille, Stille. Und hier gibt's wieder Schweine und Hühner zum Schlachten und Kühe, Kühe. Hallo Moku. Die reden gar nicht mit mir. Ich fühle mich wohl auf dem Bauernhof. Sau wohl.
Oh Gott, Mann. So. Ich glaube, man merkt, dass mir momentan sozialer Umgang fehlt und dass ich deswegen einfach nur abspaste, wenn ich gerade mal reden kann ein bisschen. Ich ruhe mich ein wenig aus. So. Haben wir sonst noch was? Du solltest jetzt gehen. Ach, die Sklaven, die ruhen sich wirklich einfach nur aus hier auf dem Bauernhof. Haben wir denn hier irgendjemanden mit Namen? Sklavin! Ich will keinen Ärger haben. Ich will keinen Ärger haben. Mal wieder so eine... Es kommt noch schlimmer. So. Was haben wir denn noch? Außer Ärger. Da oben sind noch ein paar Hütten und ich glaube, der eine hat einen Namen gehabt. Ich möchte aber erst noch einmal hier schauen, ob hier noch etwas ist. Ein Orksöldner zum Beispiel. Mach hier keinen Ärger. Ja, ja, ist ja gut. Leon und Kelvin. Egal. Ich habe gerade so einen Knick im Hirn. Du kommst doch nicht, um mich wieder in die Stadt zu schicken, oder? Vergiss es. Ich bleibe auf dem Hof hier. Ja, ja, ist mir egal. Kannst mich mal... Ey, Mr. Kelvin! Die Arbeit hier auf dem Hof ist recht angenehm. Vor allem, wenn ich an die armen Schweine bei den Ausgrabungen denke. Ja, ja, ach, die haben ja wirklich sehr viel zu sagen. Ich kann beide nicht leiden, von mir aus können beide rübergehen. Sowohl der Herr, der die Temperaturanzeige sich ausgedacht hat, als auch der andere. So, geh mal weg hier, Alter. Haben wir ja drinnen noch jemanden vielleicht? Irgendjemanden? Sklave, Sklave, halt die Klappe. Du bist Sklave, ich darf dich wecken, wann immer ich will. So, das ist der Chef hier bestimmt, Dennis. Mhm. Der Dennis, das ist ja ein richtig passender Name für die Welt. Ist Supiman. Ist das dein Hof hier? Ich bin der Boss hier, falls du das meinst. Ich kümmere mich darum, dass der Viehhof seinen Dienst verrichtet. Das ist ganz toll. Ich glaube, ich muss mal jemanden abziehen, Junge, weil ich jemanden zum Tempel rüberschicken muss. Dafür habe ich dir auch zwei neue hierher geschickt, weißt du. Bradley braucht neue Sklaven. Alles klar, nimm dir mit, was da ist. Sag Bradley, er soll die Sklaven nicht so schinden. Ich kann seine Leute kaum noch gebrauchen hier auf dem Hof. Och ja, mal gucken. Ich glaube, ich weiß schon, wen ich rüberschicke. Ich suche Arbeit. Fein, da habe ich was für dich. Sklavenarbeit! Meine Männer sind scheinbar zu dämlich dazu. In letzter Zeit treibt sich ein Rudel streunender Wölfe hier herum. Na super. Nachts schleichen sie sich an den Hof heran und fressen uns die Tiere unterm Hintern weg. Ich werde dir einiges dafür bezahlen, wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden. Super! Ich kümmere mich um die Wölfe. Eine Sache noch. Die Biester sind verdammt clever. Sie müssen sich irgendwo versteckt halten, solange es hell ist. Ich glaube kaum, dass du sie in freiem Gelände erwischen wirst. Könnte mir vorstellen, dass sie irgendwo in der Nähe von Montera eine Höhle haben. Mensch! Das sind nur Wölfe. Ich werde sie schon finden. Hoffentlich. Das ist ja ein gewitzter Bursche. Die Wölfe haben sich eine Höhle gesucht. Das hätte ich mir gar nicht vorstellen können hier. So, dann schicken wir mal... Oh, das ist bloß eine Elite-Söldner. Dann schicken wir mal die beiden Jungs hier. Kelvin, du Arschloch, hast du nicht gerade noch gesagt, die im Tempel? Du wirst bei den Ausgrabungen in der Stadt gebraucht. Viel Spaß. Ach, kein Mist, ich kann nicht. Warum? Weißt du eigentlich, was das für ein Höllenjob ist bei den Ausgrabungen? Ja und? Ich habe eine Knieverletzung, ich kann nicht. Mein Arzt hat mich freigestellt von der Sklavenarbeit. Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht schicken sollte. Ich könnte dich aber auch einfach fragen und dann trotzdem hinschicken. Wo ist dieser Schatz? Nee, so einfach geht das nicht. Wer sagt mir denn, dass du mich nicht trotzdem in die Stadt schickst, wenn ich es dir verrate? Ich weiß nicht. Okay, was willst du? Ich will, dass du zu Dennis gehst und ihm sagst, dass ich hier bleiben soll. Dann werde ich dir verraten, wo es was zu holen gibt. Ach, vergiss es. Kannst du mich mal. Ab mit dir zum Tempel. Ja, ja, bevor ich mich schlagen lasse. Du Trottel, ich kann dich nicht leiden. Du bist dumm. So, was haben wir noch? Leon. Du auch. Du arbeitest ab jetzt wieder in der Stadt. Bitte nicht. Die Schinderei bei den Ausgrabungen. Halt die Klappe. Was haben wir denn? Was hast du anzubieten, mein Freund? Na gut. Was hast du anzubieten? Ich könnte dir was verraten, was dir in der Hierarchie der Söldner weiterhelfen wird. Ach fick, kannst du vergessen. Hier, Ausgrabungen ab. Du gehst jetzt zu den Ausgrabungen, sonst mache ich dir Beine. Hopp, hopp, hopp. Schon gut. Bin hier schon weg. Und B, ich will noch mal klagen hier. Es gibt's ja gar nicht. Scheiß Sklavenpack. Euch sollte man allesamt zwei Beine kürzer machen? Ja, was auch immer. Mal so richtig züchtigen, mal so richtig den Arsch versohlen, damit ihr auch mal lernt, was es heißt zu folgen, Gottverdammt, nochmal. Verdammte Hacke. So,
Da muss ich dann aber bestimmt nicht zu Dennis, sondern zum... Ja, genau. Zum Bradley. Bradley! Ich hab Sklaven geschickt. Yo, man! What goes, Milk Coo? Achso, ich muss ja... Stimmt, ich muss ja hier sammeln. Aber wo ist die Frage? Quatsch mal nicht so blöd hier. Hier gibt's was, sehe ich gerade. Milchfass. Steht rum, der Kram. Okay. Da haben wir schon mal die Milchfässer. Jetzt brauche ich dann bloß noch 15 Sack Weizen oder sowas, ne? Aber ich brauche noch zwei Fässer. Zwei Fässer. Aha. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Was auch immer. In den Wässern, da faulte die Milch. Und ich hab kein Weizen hier. Mann, was willst du? Mann, ich will Weizen. Wo krieg ich Weizen, Mann? Wo finde ich denn hier das Weizen, Gottverdammt? Oder ist das hier bloß der Milchhof? Gibt's hier noch einen extra Getreidehof, hä? Milchkuh, sag mal an. Scheinbar. Gut, dann gehen wir mal weiter. Da ist dann bestimmt hier nebenan irgendwo. Über die Hüpf. Hier geht's ab in... Wo geht's denn hier hin? In irgendeinen Talkessel? Ja, egal. Tap, 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 tap. Das hier drüben sieht doch nach einem... War Kopf wieder schneller als die Zunge. Das hier drüben sieht doch nach einem Hof aus, würde ich sagen, oder? Aber der sieht schon irgendwie ein bisschen kaputt aus. Oder kommt mir das nur so vor? Nö, nö. Eingestürzt. Ganz geringfügig. Kann man noch reparieren. Mit ein bisschen Spucke geht das schon wieder. So, was haben wir hier? Auch nichts Besonderes. Ein bisschen Roheisen. Also von Roheisen haben wir schon eine ganze Menge jetzt. Da könnte sich sogar mal lohnen, dann ein bisschen auf Schmied zu machen. So, ich glaube die... What the fuck? Ein Ripper. Rip, rip, rip. Da. Da. Na, 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 na. Komm mal nicht auf blöde Ideen, ja. Ne. Aus dem mache ich mir ein schönes Ripsteak. Aha, nee, wie hieß denn das? McRib meine ich. Gibt's ein Ripsteak? Nee, ne? Ich quatsch wieder komisches Zeug. So, stopf rein hier, los. Rumpsteak heißt es, nicht Ripsteak. Ah, ich habe auch ein Ei am Wandern. So, gebraten. Ach, guck mal, wie viel rohes Fleisch wir einstecken haben. Das wird zum Glück nicht schlecht hier. Oder dem Held ist es egal, wenn es dann schlecht wird. Da kann dann schon, können dann schon die Fliegen drumherum fliegen. Das kann schon brackig sein und schon irgendwie matschig geworden, so wie der Herr hier. So ungefähr kann es vielleicht dann schon aussehen hier. Das ist unserem Helden egal, der isst das. Ist das hier? Nee. Da steht zwar ein Weizensack rum, den können wir aber nicht einstecken. Ist ja auch toll. Springen wir ein bisschen auf den Komposthaufen rum hier. So, ansonsten gibt es hier jetzt aber nichts, was irgendwie bauernhofartig aussieht, ne? Aber hier drüben, das ist gut. Das wird dann wahrscheinlich unser Getreidehof sein. So, da war da für Leute alles bloß irgendwelche, die nichts zu sagen haben. Aber hier haben wir schon mal ein Säckchen. Ein Säckchen, ja, ja. So, zwei Weizensäcke für uns. Gibt es denn hier irgendjemanden, der einen Namen trägt und was für uns zu vermelden hat? Ah, Herr Rufus. Hey, du. Du siehst anders aus als die anderen hier. Aha. Du arbeitest nicht für die Orksöldner, oder? Doch. Nur weil ich keine Rüstung trage? Puh. Ich arbeite für jeden, der genug bezahlt. Hm. Dann bist du nicht derjenige, den ich suche. Nichts für ungut. Ach, komm hier aber nicht rum. Was ist denn hier? Wen suchst du? Ich muss unbedingt hier raus. Doch die Söldner überwachen jeden meiner Schritte. Ich brauche einen starken Mann, der sie ablenkt, während ich mich aus dem Stand mache. Du gehörst zu den Sklaven, oder? Nein! Das war nicht immer so. Doch heute kann man es sicher nicht aussuchen. Was denkst du, zu wem das sonst gehört, Kunde? Meine Fresse. Ganz schön mutig, mir sowas zu erzählen. Ach, was habe ich schon zu verlieren? Entweder du hilfst mir jetzt, oder ich bin geliefert. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich muss nach Okara. Und zwar so schnell, wie es geht. Die Rebellen warten dort schon auf mich. Okara! Ich habe eine sehr wichtige Nachricht für sie. Das ist doch schön, da finden wir nämlich raus, wo Okara liegt, meine Freunde.
Aber das werden wir nicht sofort tun. Ich will erstmal hier... Was ist das für eine Nachricht für die Rebellen? Vergiss es. Es war schon leichtsinnig genug, dir überhaupt davon zu erzählen. Ja, du bist ein dummer Trottel. Ich werde dir aber trotzdem gleich helfen. Ich will aber erstmal hier meine Aufträge erledigen. Dann können wir nach Okara gehen. Okay, Dude? Ist das ein Deal? So. Bitte etwas weniger Gehacke. Etwas weniger Gehacke. Mach! Eine Flammenbeere. Ein Pflug. So, ich habe aber erst zwei Weizensäcke, das reicht mir nicht. Ach hier, Elba, hallo. Was ist los? Bist du auch mit der Bezahlung unzufrieden? Na klar, immer noch. Geh wieder an die Arbeit. Was kackst du mich denn so blöd an hier, hä? Nicht in diesem Ton, Bürschchen. Ja. Nur so. Noch ein Anwärter auf meinen Posten. Eigentlich hast. Nicht. Das können wir gerne bei einer kleinen Runde Klingenkreuzen ausdiskutieren. Gerne, wenn du das der möchtest. Zeigen. Gut. Das ist ein Kunde. Der legt's ja richtig drauf an hier. Aufs Maul zu kriegen. So, komm, ja? So, jetzt kriegst du mal hier kräftig eins drauf gezimmert. Ah. Ah, fu. Was? Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. Was? Warum hat denn der... Du solltest hinter deinem verfluchten Schild bleiben. Was war denn das für eine Aktion von dir? Danke. Oh, nee, ich hab noch nicht... Hab ich schon gespeichert? Boah! Arschlecken, ey! Ja komm, ich mach hier, ich cutte, ich hier cut Schnitt und so, ne? Und ich komme dann gleich wieder sobald. Boah, leck mich doch! Also bis gleich. Gottverdammt, ey.